Hey Freunde, damit ein herzlich willkommen zurück bei eurem Schulfer. Herzlich willkommen zurück zu Hello Neighbor 2. Und wenn heute alles halbwegs richtig läuft, ist das ja auf jeden Fall das Video, in dem wir rausfinden, was der Nachbar hier drüben in dem Haus, wo er sich jetzt eingenistet hat, auf dem Dachboden versteckt. Ansonsten habe ich noch ein paar Story-Hinweise für euch, was ich zusammen mit euch in den Kommentaren aufgelöst habe. Ich habe ja selber schon so ein bisschen spekuliert, was hier so Sache ist. Die Hinweise sind immer noch nicht da. Mist. Aber Leute, wir haben ja am Anfang von Hello Neighbor 2, sind wir ja hier unten in dieses Haus gegangen. Wir haben das Grab von der Tochter vom Nachbarn gefunden. Ja, und wir haben ja damals in Hello Neighbor Hide and Seek rausgefunden, dass die Tochter vom Nachbarn, vom Sohn vom Nachbarn getötet wurde. Er hat sie irgendwie ja vom Hausdach geschubst oder so. So war das, glaube ich. Ist schon ein paar Jahre her, Leute. Sorry, falls ich es falsch sage, aber auf jeden Fall hat der Sohn vom Nachbarn die Tochter erledigt. Und das haben wir ja am Anfang hier von Hello Neighbor 2 gesehen. Und danach haben wir ja dann hier die Hinweise gesehen, dass der eine Charakter wiedergefunden wurde. Also der Charakter, den wir in Hello Neighbor 1 gespielt haben. Die Tochter wurde gefunden, nur der Sohn wurde noch vermisst, Leute. Und genau so ist es auch. Genau so ist die Story hier. Wir erleben das quasi wie in so einer Zeitschleife. Das war das alte Haus vom Nachbarn. Dort ist die Tochter gestorben, wurde im Garten vom Nachbarn vergraben und der Nachbar und sein Sohn sind geflohen, weil der Nachbar seinen Sohn natürlich beschützen wollte. Die Polizei ist gekommen, um das Ganze aufzuklären und auch wir, der Spielecharakter aus Hello Neighbor 1, wurde natürlich wiedergefunden, weil wir waren ja der Nachbar. Deswegen war auf der Karte auch der Pfeil hier drüben bei dem Haus. Wir waren der Nachbar, wir haben das Ganze mit aufgeklärt und deswegen waren überall Haken an diesen Charakterbildern. So ist das Ganze abgelaufen. Das heißt, wir erleben das quasi in einer ganz komischen Zeitschleife irgendwie, ganz merkwürdig. Also im Grunde genommen sind wir parallel zu den Geschehnissen von Hello Neighbor 1 mit dabei. Und jetzt geht's weiter, weil jetzt suchen wir den Nachbarn und seinen Sohn. Und die beiden haben sich hier drüben im Museum versteckt. So ist die Story, so ist das Ganze passiert. Und Grüße gehen an der Stelle raus an Jögepi 38, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig vorgelesen, von dem Zuschauer habe ich nämlich diesen Hinweis, der hat mir das Ganze so ein bisschen erklärt, weil ich, ich wusste, dass es ungefähr so ähnlich ist, ich habe es ja auch im letzten Video schon grob so erzählt, aber dass halt der Spielecharakter dann auch mit da war, das hat mich irgendwie verwirrt, aber so ist das Ganze, wir existieren quasi parallel zu Hello Neighbor 1 Story und erleben jetzt, wie die Story eigentlich weitergeht. Wir haben den Bärenkopf, Leute. Das ist das letzte Puzzleteil, was uns noch fehlt, um auf den Dachboden zu gelangen. Oh, mies. Jetzt ist es dunkel. Warte, wir gehen einmal kurz schlafen, damit es hell ist. Und ja, wenn es hell ist, sieht man auf jeden Fall Bär. Okay, wir hauen uns einmal kurz ins Bett rein, damit wir gleich schön alles im Hellen sehen können. Denn dann bringen wir jetzt den Bärenkopf an. Dann müsste sich dieser Kasten öffnen, wo dieser lange Stab drin ist. Und das ist ja so ein Stab, um eine Dachbodenluke zu öffnen. Und ich glaube auch, dass genau dort auf dem Dachboden auch der Sohn versteckt ist. Es ist jetzt immer noch nicht wirklich hell, ne? Warum ist es denn wieder dunkel? Ich habe doch geschlafen. Bro, was? Ich habe geschlafen, ist einfach immer noch dunkel. Ja, okay, whatever. Egal, wir gehen einfach nur 10 Minuten geschlafen, kurz Powernap. Okay, wir steppen trotzdem einfach rein, Leute. Wir halten uns jetzt hier nicht viel länger auf. Okay. Ab jetzt wird es natürlich interessant. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wo der Nachbar ist. Wir schleichen uns mal langsam hier hoch. Er ist aufgestanden. Oh, wir kriegen irgendeine Information, Nachricht. Nee, nee, Bro. Wo ist er? Okay, wir hören... Da unten ist er. Okay, wir hören wieder den Sohn. Habt ihr es gerade gehört? Wir gehen mal hier rein. Und... Ja, komm, komm, komm. Hol den Bärenkopf raus. Oh. Ach, Mist. Bärenkopf. Und drauf da. Bärenkopf ist drauf. Wir kriegen das Ding hier. Ey, als diese Infos. Hör mal auf zu hupen. Der Nachbar hört uns doch. Okay, und jetzt müssen wir irgendwie eine Dachbodenluke öffnen, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo die Dachbodenluke ist. Das ist jetzt noch das, was wir auf jeden Fall noch irgendwie lösen müssen. Oder was wir noch irgendwie finden müssen. Ist sie da oben? Ist sie direkt über dem Nachbarn? Warte. Also, er ist unten gerade. Okay, wir haben kurz Zeit, wir haben kurz Zeit. Ja, hier ist sie doch. Das ist die Dachbodenluke. Er kommt. Versteck dich. Versteck dich. Geht das da oben mit die Luke? Wir müssen irgendwie...
Oh, er hat uns nicht gesehen, er hat uns nicht gesehen. Okay, wir müssen irgendwie da oben dran kommen. Allerdings habe ich keine Ahnung. Oh, hier steht auch Crime Scene. Hier steht schon überall Crime Scene als... Okay, okay, warte mal. Müsst ihr nicht, wenn wir... Oh, oh. Hallo, Herr Nachbar. Ja, hier kommst du nicht an mich dran. Ah, Pech gehabt, Diggi. Okay, wir müssen irgendwie... Ich komme da nicht dran, um das zu öffnen, ne? Mist. Wie soll ich denn da hinkommen? Kann ich da irgendwie hinspringen oder so? Warte mal, wenn wir jetzt hier... Oh! Nee! Oh! Warte, aber ich bin fast dran gekommen. Warte mal. Zack! Hopp! Ja, 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 ja! Es ist offen! Die Dachbodenleiter ist runtergefahren, Leute. Okay. Wo ist der Nachbar hin? Ist er gerade weggerannt? Ist er... Jo, der Nachbar ist nach da hinten gerannt. Was macht er da? Er guckt einfach nur böse aus dem Fenster? Warum? Nee, er kommt zurück. Okay, wir gehen hoch, wir gehen hoch. Leute, wir gehen hoch. Wir gehen... Ja. Oh! Warte mal. Wieso ist das wieder zugegangen? Ist er... Oh! Was ist der Sohn? Oh. Was ist jetzt? Das Krähenmonster! To be continued, Fortsetzung folgt. Was war denn das jetzt? Okay, Leute, ich bin jetzt nochmal reingegangen ins Game, denn das, was wir gerade gesehen haben, braucht auf jeden Fall nochmal Erklärung. Keine Ahnung, was wir da gesehen haben. Wurden wir in eine Falle gelockt? Wurden wir reingelegt? Wir sind auf den Dachboden gegangen und wir haben den Schatten vom Sohn, vom Nachbarn gesehen, hinter so einem Vorhang. Ob er da stand und geweint hat, um ehrlich zu sein, sah es so ein bisschen so aus, als würde er von der Decke hängen. Vielleicht hat er seine Schwester ja tatsächlich nur aus Versehen umgebracht und hat das Ganze jetzt anders gelöst. Auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, das zu deuten. Vielleicht stand er auch unter dem Vorhang und hat nur geweint. Auf jeden Fall ist plötzlich das Licht ausgegangen. Vielleicht war nämlich auch gar niemand hinter dem Vorhang und jemand hat da nur ein Schattenspiel mit uns veranstaltet. Und das Krähenmonster hat uns in eine Falle gelockt, um uns dort oben auf dem Dachboden zu schnappen. Denn das Licht ging aus und auf einmal war das Krähenmonster hinter uns und hat uns geschnappt. Und dann kam Fortsetzung folgt. Natürlich wird die ganze Story hier noch nicht in der Beta verraten, das wäre ja zu krass. Alles Weitere werden wir natürlich erst in der Vollversion sehen und erleben. Aber das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr wild. Eventuell muss ich mal gucken, ob ich mit einem Cheat-Programm hier in das Game reinkomme, dass wir uns angucken können, was wirklich hinter dem Vorhang ist oder was nicht hinter dem Vorhang ist. Und auch ansonsten gibt es noch einige Sachen, die wir hier herausfinden und erkunden müssen, auf jeden Fall. Aber, yo, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr wildes Ende. Bin echt gespannt, was das zu bedeuten hat. Ich weiß tatsächlich nicht genau, wann die Vollversion kommt, aber das hier ist ja auch nur die Beta 1. Wenn ihr euch zurückerinnert an Hello Neighbor 1 damals, wir hatten Alpha 1, 2, 3, wir hatten Beta 1, 2, 3, dann eine Testversion, dann erst die Vollversion. Deswegen mal schauen, was wir hier noch so an Updates und Patches bekommen, um vielleicht noch mehr von der Story zu erfahren. Ich bin auf jeden Fall ultra gespannt, was das Ganze noch so bedeutet. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dieses Video da und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr sehen wollt, dass wir hier wie in Hello Neighbor 1 alles wieder so ein bisschen erkunden, uns die Updates immer so ein bisschen genauer anschauen, weil meinen Infos nach haben die Entwickler wieder einiges an Secrets versteckt, die man auch nicht einfach so finden kann teilweise. Also ein paar Geheimnisse werden wir auf jeden Fall wieder entdecken können. Deswegen Daumen nach oben auf dieses Video. In die Kommentare schreiben, Tjulfa, wir wollen mehr sehen, denn dann werden wir auf jeden Fall das Ganze hier noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Ansonsten war es jetzt für dieses Video das Ende von der Hello Neighbor Beta 1. Und ich bin echt gespannt, was wir hier noch so finden können. Ich bin richtig gespannt und ich bin noch gehypter auf die Vollversion, Leute. Deswegen an der Stelle, wir sehen uns im nächsten Video zu Hello Neighbor 2. Ja, richtig, richtig cool. Ihr könnt es wie immer hier drüben in dem Video aussuchen, gerne hier oben ein Abo dalassen. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Und bis dahin.